Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Am Montag, in wenigen Tagen, ist es wieder soweit. Dann ist wieder Weltklimagipfel. Dieses Mal in Polen. Und wie hatte Finanzminister Peer Steinbrück doch noch vor einigen Wochen so treffend formuliert angesichts der Finanzkrise? Danach, nach der Finanzkrise, wird die Welt nicht mehr so aussehen wie im Augenblick. Und hat er da vielleicht schon gewusst, was passieren wird wegen der Finanzkrise? Dass nämlich jetzt schon der eine oder andere Politiker daherkommt und behauptet, das sei alles gar nicht so wichtig. Wir sollten die Klimaziele, die da eigentlich abgesteckt worden sind, sollten wir einfach mal ein bisschen nach hinten verschieben. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Uns lässt das doch sehr irritiert zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das alles Panikmache gewesen? Stimmte das gar nicht? Ist das mit dem Klimawandel gar nicht so schlimm? Das sind die wichtigen Fragen, die man klären sollte, bevor man so wichtige und schwer erkämpfte Positionen aufgibt. Und das sind die Fragen, die wir heute besprechen wollen mit diesen Experten. Sind auf jeden Fall welche da. Bärbel Höhn, immer noch Grüne bei den Grünen, dazu Klimaexpertin. Darum ist sie auch beim UN-Klimagipfel in Polen. Dahin fährt sie mit dem Zug, auch wenn sie sonst vorzugsweise mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ihr stinken viele Autos und die Bundesregierung, die klagt sie an. Von unserer Regierung ist beim Klimaschutz nichts zu erwarten. Jetzt muss Obama ran. Manfred Fischedick hat einen gewaltigen Horror vor denen, die den Klimawandel für einen Schwindel halten. Noch mehr Sorgen macht dem Vizepräsidenten des renommierten Wuppertal-Instituts und Klimaexperten aber das Formel-1-Tempo, mit dem sich das Klima verändert. Darum sagt er: Wir müssen viel mehr für den Klimaschutz tun, viel schneller und nicht so halbherzig. Claudia Kempfert, DIW-Energie- und Klimaexpertin. Sie kann so gut rechnen, dass sogar EU-Präsident Barroso auf sie hört. Insbesondere dann, wenn sie ausrechnet, wie der Klimawandel positiv wirkt auf den Handel. Davon ist sie überzeugt und behauptet, der Klimawandel wird der Motor für ein neues Wirtschaftswunder. Wolfgang Thüne. Für die Klimaforscher ist er ein Scharlatan, denn er ist davon überzeugt, dass die Experten verrückt spielen und nicht das Wetter. Dafür wurde er von dem Meteorologenverband gefeuert. Heute behauptet er aber trotzdem weiter, die herrschende Klimalehre ist eine Irrlehre. Der Mensch ist am Klimawandel unschuldig. Herr Thüne, Sie sagen aber, Geld verdienen ist vielleicht ganz gut. Auf der anderen Seite, den Klimawandel, den wir beschreiben, also vom Menschen beeinflusst, den gibt es gar nicht. Wie kommen Sie zu dieser These? Ja, weil Klima eine abgeleitete Größe ist. Es gibt keinen Naturvorgang namens Klima. Das Klima ist vom Wetter abgeleitet, ist ein statistisches Konstrukt. Und statistisch errechnete Werte sind feststehende Werte, die nicht mehr veränderbar sind. Veränderbar ist natürlich das Wetter, was dahinter steht. Also ich müsste das Klima, wenn ich das Klima schützen will, müsste ich vorher das Wetter schützen. Aber der Begriff Wetterschutz heißt Schutz vor dem Wetter und nie Schutz des Wetters. Ja, mit dem Regenschirm schütze ich nicht den Regen, sondern mich vor dem Regen. Ja, es hört sich jetzt so ein bisschen, klein bisschen nach Wortklauberei an, weil ich meine, im Endeffekt kommt es ja... Nein, das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Hegel hat gesagt, am Anfang jeder wissenschaftlichen Arbeit steht die Arbeit am Begriff. Ja, wenn wir den Begriff Klima nicht hier exakt definieren, können wir den ganzen Abend reden und reden aneinander vorbei. Es gibt ja auch ein soziales Klima, ein politisches Klima, Wirtschaftsklima, Geschäftsklima. Gut, man kann natürlich auch sehr lange über den Begriff sprechen und dann ist es mit der Erde vorbei. Weil, ich meine, nochmal konkret, glauben Sie, dass der Mensch tun kann, was er will und er hat gar keinen Einfluss auf, sag mal, mindestens das, was Wetter, Klima und alles andere anbelangt, ausmacht? Im Prinzip hat er keinen Einfluss. Ich habe kleinräumig, im Mikroklimabereich hat der Mensch Einfluss. Aber er hat keinen Einfluss, was die globale Zirkulation angeht. Ich kann hier machen, was ich will. Die Windströmungen, ja, die Westwinds in der Westwindzone, die Mäandrierungen und so weiter, die Strahlströme, das verändert sich nicht. Dann müsste ich ja, wenn ich da eingreifen will, die Luftdruckgebilde verändern können.
Ich müsste Tiefs entzerren können, Gradienten abschwächen können, damit kein Orkan mehr auftritt und so weiter und so fort. Herr Thüne, wenn man diese Bilder aber sieht zum Beispiel, also gerade so abbrechende Rieseneisberge oder was wir auch gehört haben von der Antarktis, Rieseneisschollen, die dort schon abgebrochen sind, dann kann man sich gar nicht so recht vorstellen, was Sie sagen, dass das nur ein regionaler Faktor ist, denn da ist ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, fast niemand. Wenn man mal in die Klimageschichte zurückschaut, dann verlieren die ganzen Bilder ihre Dramatik. Nur, ich habe keine Fernsehkameras vor 1000 Jahren gehabt, dann hätte ich das genau diese Aufnahmen, die Sie hier gemacht haben oder die hier gemacht worden sind, die hätte ich auch, damals auch machen können. Eisberge sind schon immer abgebrochen, sonst wäre die Antarktis wahrscheinlich 100 oder 200 Kilometer hoch, wenn nicht am Rande immer und durch den Druck das Eis abgedrängt wird und am Rande schmilzt und dann so weiter und so fort. Insofern verlieren die Bilder ihre Dramatik. Also das heißt, Sie sagen, den Klimawandel, den gibt es, aber das ist eine ganz natürliche Sache und ist nicht beeinflusst von Menschenhand. Den Klimawandel gibt es, seit man überhaupt in die Erdgeschichte zurückgucken kann. Es hat Eiszeiten gegeben, es hat Warmzeiten gegeben, es hat kleinere Zyklen gegeben, wie die letzte kleine Eiszeit zwischen 14 und 1850, und davor das Klimaoptimum im Hochmittelalter. Da reichte der Weinanbau bis weit nach England hinein. Alles ohne menschlichen Einfluss. Wenn wir jetzt wieder in einer Erwärmungsphase sind, daran zweifelt ja gar kein Mensch. Ich zweifle ja nur an der Begründung. Warum? Ja, dann sollten wir auch froh sein, denn alle Zeiten in der Vergangenheit, wo es wärmer war, werden als Optimumzeichen bezeichnet. Ja, und die Pessimumzeiten, das waren immer die Zeiten, wo es kalt war. Jetzt in der kleinen Eiszeit, bei der Völkerwanderung, die der zum Untergang des Römischen Reiches geführt hat und so weiter. Ja, die Zeit haben wir heute gar nicht, dass wir da jetzt noch die ganze Geschichte durchgehen, aber die Botschaft ist ja angekommen. Nur, Herr Fischendick, was ich gelernt habe bisher, ist doch, dass das Tempo ein ganz anderes, als es bisher gewesen ist. Das ist der ganz entscheidende Faktor. Niemand bezweifelt, dass es einen natürlichen Klimawandel gibt, dass sich über Jahrtausende das Klima verändert, dass wir auch schon deutlich kältere Perioden gehabt haben, aber die Besonderheit an der jetzigen Situation ist, dass es in sehr schnellen Zeitperioden sehr viel wärmer wird, in den letzten 100 Jahren etwa um 0,7, 0,75 Grad Celsius. Und die Tendenzen für die nächsten 100 Jahre gehen nochmal in eine dramatische Richtung, nämlich nochmal 1,5 bis zu 4,5 Grad Celsius Erhöhung. Und das in einem relativ kurzen Zeitraum. Das ist das, was besorgniserregend ist. Und es wird überlagert von der Warmperiode, von der Sie gerade gesprochen haben. Und das macht genau die Schwierigkeiten heute aus. Und deswegen müssen wir uns, meines Erachtens, sehr intensiv mit diesem Problem auseinandersetzen. Und noch nie in der Geschichte, hat auch der Anstieg der Treibhausgase so schnell stattgefunden. Also gerade der Anteil von CO2 in der Atmosphäre gab es noch nie so schnell. Auch damit zusammenhängt auch die Temperatur, die noch niemals so stark angestiegen ist in der Historie der Erde. Und das kann man zurückverfolgen, indem man in Eisbohrkernen, indem man ganz tief bohrt und da sieht, wie sich die Atmosphäre zusammengesetzt hat. Und da kann man das sehr genau nachverfolgen. Herr Thüne, Sie sind einer von ganz wenigen weltweit, die das behauptet. Das muss man auch mal deutlich sagen. Das muss man den Zuschauern sagen. Es gibt 7.990 Wissenschaftler, darunter Nobelpreisträger, die genau das sagen, was wir hier alle in der Runde sagen, dass der Klimawandel eine menschlich gemachte Komponente hat. Dann gibt es 5 Leute weltweit und einer sind Sie, die genau das Gegenteil behaupten. Und das darf man nicht hier, das darf man nicht so stehen lassen. Also, in direkter Erwiderung, Wissenschaft ist keine demokratische Veranstaltung, wo Mehrheiten grundsätzlich Recht haben. Das muss man voranschicken. Dann, was die Schnelligkeit angeht, wir haben ja in der Geschichte ein Beispiel zwischen der Entdeckung von Island und der Entdeckung von Grönland liegen 120 Jahre. Und man hat dann ausgerechnet, dass in dieser Zeit zwischen 860 und 980 nach Christi Geburt die Temperatur im nordatlantischen Bereich um 1,2 Grad gestiegen ist. Also insofern sind diese 0,7 in 100 Jahren auch nichts Außergewöhnliches. Und dann, Sie reden ja alle von den Treibhausgasen, im Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg wurde festgestellt, anhand von Eisbergkernuntersuchungen, dass in den letzten 8000 Jahren der CO2-Gehalt und der Methangehalt in der Atmosphäre konstant waren.